3. Dezember. Ole in der Schneekugel. Ole, der kleine Eisbär, blinzelte in die Sonne. Seit er auf der Welt ist, lebt er mit seiner Mama in einer Höhle aus Schnee. Ole buddelte viele Gänge im Schnee und trinkt dann die gute Milch von Mama Eisbär. Das ist gemütlich, aber auch ein bisschen langweilig. Denn jetzt ist Ole kein Baby mehr. Der kleine Eisbär hat einen dicken Pelz und scharfe Krallen und starke Zähne bekommen. Ole will endlich was erleben. Neugierig klettert er an einen Berg hinauf. Sei vorsichtig, ruft Mama Eisbär hinter Ole her. Der Schnee hier draußen ist noch neu für dich. Aber der kleine Eisbär steht schon oben auf dem Berg. Er schaut sich staunend um, wie groß die Welt ist. Dann setzt sich der kleine Eisbär auf seine Popo. Hui, rutscht er den Berg hinunter. Der Schnee fliegt ihn um seine Nase. Aber, oje, der kleine Eisbär kann nicht mehr anhalten. Ole überschlägt sich. Immer und immer wieder. Wie eine riesige Schneekugel kugelt der kleine Eisbär den Abhang hinunter. Dann ist es still. Ole reißt die Augen auf. Aber um ihn herum ist nur Schnee. Mama, wimmert Ole. Da sieht er schon die großen Tatzen von Mama. Vorsichtig befreit sie den kleinen Eisbär aus der Schneekugel und trägt ihn zurück in die Höhle. Ole drückt seine Nase in den warmen Pelz seiner Mama. Ob Mama Eisbär schimpfen wird? Nein, sie weiß, dass Ole, der kleine Eisbär, noch viel, viel lernen muss.